Hier vorne ist gerade meine Übernachtung. Das Frühstück war außergewöhnlich gut. So kann ich heute mit vollem Elan durchstarten. Frisch gestärkt. Es ist jetzt 8.15 Uhr. Guten Morgen, meine lieben Frischluftfreundinnen und Frischluftfreunde. Heute ist Tag 10 und ziemlich windig. Die Kamera wackelt. Ich starte heute bei 1024 Kilometern. Das heißt, es sind gestern 124 Kilometer geworden. Und das Wetter sieht einigermaßen gut aus. Ich habe noch etwas über 300 Kilometer. Auf geht's. Dippach zur Stadt Eltmann. Ich bin hier im Kreis Haßfurt. Hier habe ich mal meine Windfinder-App und ich kriege irgendwie den Wind gerade so von vorne. Aber wie ich das so sehe, kommt der aus westlicher Richtung. Heute. Und hier sieht man es und das belastet mich jetzt auch. Ich komme jetzt von hier und fahre nach Schweinfurt, relativ westlich. Danach geht es dann wieder nördlicher. Falls sich jemand für die App interessiert, einfach nach Windfinder suchen und dann unten auf Karte gehen. Da kommt die Gesamtübersicht der ganzen Welt sozusagen. Jetzt bin ich in Eltmann. Hier ist ein schöner Campingplatz am Wasser. Nee, schön hier in dem Eltmann. Hier ist auch noch ein gut besuchter Wohnmobilstellplatz. Durch den Ort bin ich jetzt gar nicht gekommen, weil ich hier am Mainufer lang gefahren bin. Aber nicht schlecht. Jetzt kommt hier Schleuse Limbach, da kommt gerade ein Schiff ausgefahren. Das ist die erste Trinkwasserstelle in der Art, die ich hier sehe. Auf der ganzen Tour. Ziemlich zu Anfang, die waren alle irgendwie ausgetrocknet. Da kam kein Wasser. Das habe ich echt ein bisschen vermisst.
sehr windig hier, deswegen ist es wackelig. Aber sehr schön hier. Ich versuche gleich mal trotz des Windes mal die Drohne steigen zu lassen. Ich glaube, es lohnt sich hier. Hier braucht man fast keine Drohne. Es ist sehr windig hier. Aber ich lasse das trotzdem mal fliegen. Hier nebenan ist Sand am Main. Und dies hier ist Zell am Main. Ich hoffe, es ist einigermaßen was Vernünftiges bei rumgekommen. Mehr wie 30 Meter Höhe war nicht drin. Und selbst da ist es mir noch abgetrieben. Jetzt bin ich einmal hier oben, jetzt bleibe ich auch hier oben. Ja, der Wind, der bringt auch ein anderes Wetter mit sich. Das ist mir bewusst. Dann sollte ich nicht länger rumbummeln, sondern machen, dass ich nach Hause komme. Jetzt sehen wir schön, wie die Sonne jetzt die Berge beleuchtet. Das ist jetzt Sand am Main. Doch, schon schön hier. Vor allen Dingen schön weitläufig, nicht so eingeengt das Tal. Das gefällt mir. Ich wollte aber darauf hinweisen, dass Radfahren bei so einem Wind nicht ganz ungefährlich ist. Es kann immer mal irgendwo ein Ast abbrechen. Gerade wenn man durch den Wald fährt. Ich habe hier gerade Gott sei Dank keinen. Aber wenn ich jetzt durch den Wald müsste, müsste ich mir was überlegen. Also sowas nicht nachmachen unbedingt. Man hört und liest es ja auch immer wieder, dass Leute von irgendwelchen herabfallenden Ästen erschlagen worden sind. Ist nicht ungefährlich. Jetzt bin ich wieder unten im Tal. Da ist es nicht mehr so windig. Und trotzdem ist hier ein Ast abgebrochen.
Knetzgau. Da vorne kommt ein Laden. Da werde ich erstmal Getränke auffüllen. Jetzt komme ich hier in die Kreisstadt Haßfurt. No more talk about your fast life. If you want it, then you have to wait. I see your every flaw. I see your home. Made out of straw while the wind. Jetzt habe ich noch 20 Kilometer dieses Gegenwindspielchen bis Schweinfurt und dann biege ich ab Richtung Norden. Und morgen habe ich nachgeguckt, habe ich eine schöne Südströmung den ganzen Tag. Darauf freue ich mich. Ich habe jetzt 33 Kilometer gemacht. Gleich schiebe ich. Müsste jetzt auch so um die 15 Kilometer sein. Bis zum Richtungswechsel. Ich bin auch der Einzige, der in diese Richtung fährt. Ist sonst weit und breit keiner zu sehen. So, jetzt haben wir hier mal ein rotes Seezeichen. Oben Dreieck, rotes Dreieck, Spitze nach unten. So, jetzt sieht das immer so aus, als wenn der Main nach links fließen würde. Das macht aber der Wind heute, das täuscht. Das fließt nämlich in die Richtung, in die ich fahre. Ich fahre nämlich dawärts, stromabwärts, Richtung Frankfurt am Main. Der Main fließt jetzt noch durch Schweinfurt, Würzburg, Aschaffenburg und Frankfurt am Main. Da mündet er an der Mainspitze gegenüber von Mainz in den Rhein. So weiß dann jeder Schiffsführer. Wenn ich rechts von mir die roten Zeichen habe, da komme ich zum Meer. Also der Rhein mündet in die Nordsee wieder und da kann man alles Mögliche in alle Weltmeere transportieren von da aus. Manche Menschen möchten ja auch ihre Yachten ins Mittelmeer haben oder
in die Adria verlegt haben. Da muss man gucken, ob er das nicht über französische Kanäle bewerkstelligt bekommt. Ansonsten muss man über die Meere halt fahren, um dahin zu kommen. Oder mit dem Tieflader über der Autobahn. Je nach Größe geht das auch noch. Ich glaube, es ist noch 4 Kilometer ungefähr bis Schweinfurt, aber ich muss da ja gar nicht ganz rein. Ich biege hier vorher schon Richtung Norden ab. Ich muss auch gucken, wo das ist. So, hier fahre ich jetzt gleich so einen Bogen und dann durch Schweinfurt und dann geht es Richtung Norden. Was kommt denn da als nächstes Großes? Ah. Kann man wieder nicht lesen. Münnerstadt oder so. Münnerstadt. Münnerstadt, jetzt haben wir es. Aber jetzt haben wir es schon wieder 2:30, so ein Radeltag. Der ist mal so schnell vorbei. Ich biege jetzt mal ab in 2,5 Kilometer. Ich habe jetzt immer noch 270 Restkilometer. Und da kommt noch jede Menge Höhenmeter zu. Ja, heute ist Mittwoch. Denk mal, zum Wochenende werde ich es wohl geschafft haben. So, jetzt komme ich hier an den Punkt, wo ich jetzt die Bahngleise überquere und die Richtung ändere. So, jetzt habe ich schon fast das Gröbste wieder geschafft. Und vom meinem Radweg bin ich ja jetzt weg. Jetzt wird es bestimmt auch hier und da ein bisschen hügelig. So, jetzt geht das los hier, immer hoch zu den Ortschaften. Vorne hoch und hinten runter. Der Ort hier nennt sich Hambach. Gemeinde Dietelbrunn im Kreis Schweinfurt. Hier gibt es ein Radrennsportmuseum. Das Rathaus habe ich gefunden. Ich erhoffte mir da eine Steckdose. War aber nur für Autos, wie immer. Das Rennradsportmuseum habe ich nicht gefunden. Hier bei 60 Kilometer und genauso lange hat der kleinere von den beiden Akkus gehalten. Der Gegenwind tut sein Übriges, das ist wie bei Hochfahren. Ich glaube, ich bin auch schon mal über 80 Kilometer mitgekommen. Jetzt halt nur 60. Jetzt habe ich aber den 400er Akku noch. Der reicht heute auf jeden Fall. Das ist nämlich mal ein süßes Wetterschutzhäuschen. So, ich denke, ich komme jetzt einigermaßen gut hier über diesen Hügel. Von da hinten komme ich her. Jetzt habe ich hier eine wahnsinnige Aussicht. Das ist meine Richtung, wo ich hinfahre. Hat auf jeden Fall schon wieder jede Menge Strom gekostet, dieser Anstieg.
Ja, ab und zu sollte man mal einen Einheimischen fragen. Da erspart man sich so manchen Hügel. Habe ich auch gemacht. Oh, jetzt komme ich hier im Bäderlandkreis Bad Kissing. Jetzt räumt es aber. 254 Kilometer noch. 65 Kilometer gefahren erst. Boah, von solchen Abfahrten habe ich den ganzen Tag geträumt. Also zum Radeln ist das hier richtig klasse. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Münnerstadt, das ist gar nicht mehr so weit. Dann komme ich hier an die Saale, an die Fränkische Saale, aber nur ein kurzes Stück. Dann Bad Neustadt an der Saale. Dann kommt hier ein kleinerer Bach, der heißt... Ist mal schwer rauszukriegen hier bei Komoot. Die Brent. Da fahre ich an der Brent entlang. Schönau an der Brent. Durch Wegfurt. Weißenbrunn. Immer noch an der Brent. Bischofsheim an der Brent. Oberweißenbrunn. Immer noch an der Brenz. Also das wird noch richtig toll. Rotenbach. Und dann komme ich hier nach. Na?
Schlosspark, am Schlosspark. Fulda. Mein Gott, das ist schwierig immer, nicht rauszukriegen. Gersfeld. Eichenzell. Dann komme ich nach Fulda. Da fahre ich ein ganz kurzes Stück an der Fulda entlang. Fahre ich immer noch an der Fulda. Ja, da fahre ich ein ganzes Stück an der Fulda entlang. Bis Kirchheim, bekannt vom Kirchheimer Dreieck. Ja, ich glaube, da bin ich auf meine großen Radreise schon mal hergefahren. Homberg Efze. Hallo. Da bin ich ja den Märchenland Radweg gefahren. Dann komme ich hier wieder Bad Wildung, Edersee. Und dann geht's wieder nach Hause. Ja, das wird noch eine schöne Tour. Da freue ich mich schon drauf. 1100 Kilometer jetzt. Ja, da fahre ich auf jeden Fall noch jede Menge in der Rhön rum. Und die Rhön ist richtig toll zum Radfahren. Ist echt klasse. Da 77 Kilometer, bis ich da in Münderstedt bin, sind es 80. Wie spät aus denn? Ist immer schlecht ohne Armbanduhr. 17.18 Uhr. Was mache ich denn? Zelten? Ich glaube, es hat mit meinem Zelt keinen Zweck bei dem Wind. Oder fahre ich noch und riskiere wieder noch ein Stündchen. Ich müsste noch was essen. Gestern war ich so platt. Möchten Sie noch was essen? Ich sage, nee, ich glaube, ich lege mir jetzt noch aufs Bett. Dusche mich, lege ich mir aufs Bett. Da fallen mir auch schon die Augen zu. Ja, ganz so schlimm war es nicht. Ich hatte aber kein WLAN in dem Zimmer. Ich gucke abends immer gerne nochmal. Beantworte Kommentare und so. Jetzt habe ich noch Rest 243. Ja, wenn Steigungen kommen, dann ist nichts mehr hier mit 120 Kilometer am Tag. Und auf meiner großen Radreise bin ich im letzten Teil 165 Kilometer am Stück gefahren. Also da war ich auch ganz schön platt. Das wollte ich nicht wiederholen. Ich gucke mir mal dieses Münderstedt an, ob mir das gefällt. Wenn nicht, fahre ich einfach weiter. Schön alt ist es ja. Läuft wieder. Vom ersten. Ich habe oben jemanden angesprochen, oder vielmehr, ich bin angesprochen worden, ob man mir helfen kann. Ich sage ja, ich suche eine günstige Übernachtung für einen Radfahrer. Da hat es mir zwei Sachen empfohlen. Der erste habe ich gefragt. Nee, heute hätten sie kein Zimmer. Ich sage, haben sie einen guten Tipp? Ja, gegenüber. So, jetzt bin ich hier rein. 37 Euro, ich kann essen bis 21 Uhr noch. Alles klasse. Vor allen Dingen total unkompliziert. Ich liebe sowas. Schlüssel in die Hand gedrückt, Fahrrad einfach einmal ums Haus, mein Mann schließt das ein. Fertig, ne?
kleine Roomtour. Ist ziemlich eng hier drin. Aber es reicht mir. Bett, Steckdose. Dusche. Alles schon ein bisschen älter, aber mir reicht das. Mir reicht das so. Hier ist sogar ein Fernseher drin. Ich muss auch gucken, wie Uhr es ist. 18:06 Uhr. So, jetzt gehe ich duschen, dann gehe ich was essen. Und dann ist es auch 20 Uhr und dann bin ich auch müde. Alles gut. Ja, die Tour war trotzdem schön, trotz Wind. Hinterher hat es richtig Spaß gemacht in der Rhön da. Und da freue ich mich auch morgen drauf. Ich sage tschüss und winke, winke. Und bedanke mich recht herzlich fürs dabei sein. Da bräuchte ich jetzt nicht alles so alleine fahren. Das wäre schon ein bisschen langweilig. Tschüss und winke, winke.